Angeführt vom Landesvorsitzenden Rainer Nachtigall war der Vorstand der DEPOLG Bayern zu Besuch bei der Fraktion der Freien Wähler im Bayerischen Landtag. Deren Fraktionsvorsitzender Florian Streibel und der innenpolitische Sprecher Wolfgang Hauber nahmen sich rund 1,5 Stunden Zeit für das Gespräch. Der Doppelhaushalt 2019-2020 steht an. Es geht um die Inhalte dieses Haushaltes und darum haben wir uns heute auch mit den Vertretern der Freien Wähler mal darüber unterhalten, was wir uns gerne in dem Haushalt wünschen, was wir für notwendig erachten. Und da geht es primär mal um mehr Geld für zusätzliche Beförderungen und Stellenhebungen, aber auch für Zulagen. Wir haben als DEPOLG die Forderung erhoben, wir wollen 5 Millionen mehr für mehr Anerkennung, für mehr Perspektive für die Kolleginnen und Kollegen mit besseren Dienstpostenausstattungen im Tarifbereich, mit Höhergruppierungen. Und das war eines der Themen, die wir heute mit den Freien Wählern besprochen haben. Wir haben auch noch mal darauf hingewiesen, dass wir im Zulagenbereich Verbesserungen brauchen. Wir treten dafür ein, dass der Dutz auch zeitgerecht zum 01.01.2019 kommen, dass wir eine Erschwerniszulage für Einsatzeinheiten bekommen. Da war sehr viel Übereinstimmung mit den Freien Wählern und die Unterstützung auf uns einig. Für die Freien Wähler, die erstmals in Regierungsverantwortung stehen, war ein Treffen mit der größten Berufsvertretung der bayerischen Polizei ein wichtiges Anliegen. Solche Gespräche oder so Treffen sind für uns elementar wichtig, dass man einfach von der Berufsgruppe dann auch das hört, wo der Schuh drückt, wie die Lage eigentlich bei denen sich darstellt, also was für Probleme da sind, was für Stärken da sind und dass man da einfach auch im lockeren Austausch ist, weil da erfährt man mehr, wie wenn man das alles nur auf dem Papier liest. Nach 90 Minuten waren sich beide Seiten einig. Wir haben den Eindruck, dass es wie in der letzten Periode auch schon, auch dieses Mal ein sehr gutes und konstruktives Treffen ist. Wir haben da aber auch nichts anderes erwartet als in der Vergangenheit. Wir haben schon immer gut mit den Freien Wählern zusammengearbeitet. Wir werden da in Kontakt bleiben, haben wir uns gegenseitig versichert, werden das weiterführen, so wie wir das in der Vergangenheit auch gemacht haben. Die Idee, weitere Treffen zu machen, die ist da und ich hoffe, dass man da möglichst bald auch wieder ein Treffen stattfindet, dass man einfach die Entwicklung auch mitbekommt, denn gerade also die Polizei ist ja an der Front in der Gesellschaft und mit gesellschaftlicher Entwicklung kann man am schnellsten also auch bei der Polizei erfahren oder abfragen. Und die Informationen, die wir heute hier bekommen haben, die werden natürlich bei uns auch in den Arbeitskreisen besprochen, werden dann auch an den Koalitionspartner im Grunde auch mit ihnen auch besprochen und dann geschaut, dass man da hier auch Lösungen oder Hilfestellungen bieten kann. Ist halt vieles im Zeichen des Haushaltes, aber ich denke, die Polizei muss uns doch einiges wert sein.